Amen. Amen. Oui, ce soir. Wir können uns wieder hinsetzen. Bon, c'est un long témoignage, mais je vais être bref, comme je viens de le dire. Es ist ein Zeugnis, aber ich möchte kurz sein. Et en fait, je dormais. Pardon, je dormais pas. Je me suis couché. Ich habe mich hingelegt. Et le Seigneur a commencé à me dire que je dois témoigner. Und der Herr hat angefangen zu mir zu sprechen, dass ich Zeuge ablegen muss. Le Seigneur me dit que nous sommes incrédules. Was ist incrédule? Der Herr sagt zu uns, dass wir ungläubig sind. Et je me pose la question, mais pourquoi? Ich habe mir die Frage gestellt, aber warum? Et le Seigneur me dit que je dois aller témoigner à Stuttgart. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich muss hingehen und in Stuttgart Zeugnis ablegen. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Weil er hat so viele Dinge getan. Avec nous à Hambourg. Mit uns in Hamburg. Et le Seigneur me dit de témoigner de ce qu'il a fait. Und der Herr sagte zu mir, ich soll bezeugen, das, was er getan hat. Et de ceux qu'il a envoyé aussi vers nous. Und diejenigen, die er auch zu uns geschickt hatte. Pour nous enseigner. Um uns zu lehren. Oui. Des fois, les témoignages que nous donnons beaucoup, ce sont les témoignages qui concernent nos vies quotidiennes. Meistens legen wir Erzeugnisse ab, die unser eigenes Leben angehen. Les biens matériels. Unser Vermögen, materielles. Les choses qui vont disparaître un jour. Dinge, die wo eines Tages vergehen werden. Ce sont des choses que nous avons l'habitude de témoigner. Das sind Dinge, die wo wir gewohnt sind zu bezeugen. Mais les choses spirituelles que le Seigneur fait dans nos vies. Aber die geistlichen Dinge, wo der Herr in unser Leben tut. Les choses qui vont nous amener au ciel. Die Dinge, die wo uns in den Himmel bringen werden. On oublie souvent. Aber wir vergessen das oft. Et le Seigneur me fait comprendre que. Der Herr hat mich verstehen lassen. Il a fait tellement beaucoup de choses au milieu de nous à Hambourg. Dass er viele Dinge in uns getan hat in Hamburg. J'ai des sœurs ici qui peuvent aussi témoigner cela. Und ich habe hier Geschwister, die wo das auch bezeugen können. Et je me rappelle un jour. Ich kann mich noch daran erinnern eines Tages. Et le frère Patience m'a appelé. Der Bruder Patience hatte mich angerufen. Et il me disait. Und er sagte zu mir. Le Seigneur m'a dit de venir chez toi à Hambourg. Der Herr sprach zu mir und sagte, dass ich zu dir nach Hamburg kommen soll. Je ne sais pas ce que le Seigneur nous réserve. Ich weiß nicht, was der Herr für uns vorbereitet. Le Seigneur ne m'a pas dit pourquoi. Der Herr sprach nicht zu mir, warum. Il m'a dit tout simplement, va chez le frère François à Hambourg. Er sprach nur zu mir und sagte, geh zu dem Bruder François nach Hamburg. Okay, comme nous sommes des humains. Da wir Menschen sind, nous ne comprenons pas toujours le langage de Dieu. Verstehen wir nicht immer die Art, wie der Herr spricht. J'ai commencé à inviter les gens. J'ai loué une salle. J'ai commencé à inviter les gens. Ich habe angefangen, Leute einzuladen. Et le jour où le frère était venu, und an dem Tag, als der Bruder angekommen ist, il y a qu'une seule personne qui était venue. Es ist aber nur eine Person gekommen. On était parti dans la salle. Und wir sind in den Saal gegangen. Et il me disait que le Seigneur dit qu'on va revenir à la maison. Und er sagte, der Herr hat zu mir gesagt, wir müssen wieder nach Hause gehen. À la maison, j'étais à la maison avec ma femme. Und zu Hause war ich mit meiner Frau. Avec la personne qui était venue. Und mit der Person, die gekommen ist. Et le frère Patience. Und der Bruder Patience. On était au nombre de quatre. Wir waren vier Personen. Et le Seigneur a commencé à parler. Und der Herr begann zu sprechen. Le Seigneur et le frère Patience me disaient. Und der Bruder Patience sagte zu mir. Le Seigneur me dit de te dire. Der Herr sagt zu mir, dir zu sagen. Les gens viendront chez toi ici à la maison. Die Leute werden zu dir nach Hause kommen. Ils viendront taper à ta porte. Und sie werden an deiner Türe klopfen. Et ils diront que c'est Dieu qui les a amenés ici. Und sie werden sagen, der Herr hat uns hierher geführt. En tant qu'un être humain, quand on entend des choses comme ça. Als Mensch, wenn wir solche Dinge hören. On se pose la question, comment ça va se passer? Und wir stellen uns die Frage, wie wird das passieren oder vorgehen? Et il me disait. Und er sagte zu mir. Ce que je viens de te dire. Und das, was ich dir eben gesagt hatte. Si cela ne s'est pas accompli. Und wenn das nicht in Erfüllung geht. Donc Dieu ne m'a pas parlé. Dann hat der Herr nicht zu mir gesprochen. Et il était parti. Und er ist gegangen. Après un mois, on était parti à Berlin. Und einen Monat später sind wir nach Berlin gegangen. Il y avait une conférence avec l'apôtre Chora. Und es gab eine Konferenz mit dem Apostel Chora. C'est là qu'on a eu l'occasion de rencontrer quelques frères là-bas. Und da war es die Gelegenheit, haben wir auch andere Brüder getroffen. Et qui habitent aussi à Hambourg. Und die, wo auch in Hamburg wohnen.
Et après on s'est changé de numéro. Und wir haben uns mit Nummern ausgewechselt. Et donc on est rentré à la maison après. Und wir sind nach Hause gegangen. Et puis quelques jours après, j'ai vu comment les gens venaient. Und einige Tage später habe ich gesehen, wie die Leute gekommen les gens sind. Qui habitaient à Hamburg, que moi, je n'ai jamais vu. Und Leute, die wo in Hamburg gelebt haben, die ich noch nie gesehen hatte. Les gens sont venus, ils disaient que vraiment nous sentons la présence du Seigneur ici. Die Leute sagten, wir möchten kommen, weil wir spüren diese Gegenwart des Herrn wirklich. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Und genau so hatte es angefangen. Et les gens venaient. Die Leute kamen. Et on avait commencé à prier à la maison. Und als wir angefangen haben, zu Hause zu beten. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. Ich möchte euch was sehr Wichtiges sagen. Si le Seigneur veut commencer une œuvre quelque part. Wenn der Herr irgendwo ein Werk anfangen möchte. Le diable se lève toujours. Und der Teufel erhebt sich immer. Mais ce sont des choses que nous ignorons beaucoup. Aber das sind Dinge, die wir wirklich vernachlässigen. Nous voyons seulement le Seigneur se manifeste, oui. Wir schauen nur, ah, der Herr tut wirken. Mais le diable aussi est là. Aber der Teufel ist auch da. Et on a commencé à voir qu'il y a tellement de désordre dans les choses que nous faisons. Und dann haben wir angefangen zu sehen, dass wirklich ein Durcheinander war in den Dingen, wo wir taten. Et un jour, le Seigneur m'a donné un passage dans Actes, chapitre 8. Und eines Tages gab der Herr mir ein Kapitel in Apostelgeschichte, Kapitel 8. Lorsque Philippe als Philipp était parti à Samarie, als er nach Samaria gegangen ist, il y avait un grand réveil. Es gab eine große Erweckung. Mais les apôtres étaient venus. Und die Aposteln sind gekommen. Parce qu'ils ont appris qu'il y avait un réveil à Samarie. Weil sie erfahren hatte, dass eine große Erweckung in Samaria ist. Mais Philippe était seul. Und Philipp war alleine. Bien-aimé, nous devons comprendre une chose très importante. Meine Geschwister, wir müssen wirklich was verstehen, was ganz wichtig ist. C'est pas parce que Dieu se manifeste dans nos vies. Nicht weil der Herr sich in unser Leben zeigt. Que nous sommes déjà arrivés. Dass wir schon angekommen sind. Il y a des gens que Dieu a mandaté pour certaines choses. Es gibt Leute, wo der Herr berufen hat für einige Dinge. Philippe était parti à Samarie. Philipp ist nach Samaria gegangen. Mais Philippe avait besoin des apôtres. Aber Philipp hatte dieses Verlangen, er bräuchte diese Aposteln. Philippe n'était pas apôtre, il était un diacre. Quand il est parti là-bas. Er war kein Apostel, er war ein Ältester. Lorsque les apôtres ont appris cela, als die Aposteln das zu Ohren bekommen hatten, ils sont partis là-bas pour lui donner un coup de main. Und sie sind dahin gegangen, um ihn zu unterstützen. Et vous connaissez la suite. Und ihr kennt das Ende. Et le Seigneur me met à cœur d'appeler le frère Patience. Und der Herr legt mir ans Herz, den Bruder Patience zu rufen. De lui dire de venir. Um ihm zu sagen, dass er kommt. Quand je l'ai appelé, als ich ihn angerufen hatte, il était venu. Ist er gekommen. C'est là que le Seigneur a commencé à nous enseigner. Und da hat der Herr angefangen, uns zu lehren. Et le frère William aussi était venu. Und après, der Bruder William ist auch gekommen. Je bénis vraiment le Seigneur pour leur vie. Ich segne den Herrn wirklich für ihre Leben. Ils ont sacrifié leur temps. Sie haben ihre Zeit für uns gegeben. Ils nous ont vraiment enseigné. Sie haben uns wirklich gelehrt. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit. Und heute sehen wir die Früchte. Je vois aujourd'hui dans l'assemblée comment les sœurs au début qui ne pouvaient même pas partager la parole. Und ich sehe sogar heute Schwestern, die wo vorher noch nicht mal das Wort teilen konnten. Comment elles partagent la parole. Aber heute, wie sie das Wort teilen. Sie haben uns wirklich gelehrt. C'est cela, vous qui êtes jeunes. Ihr, die wo noch jung seid. Que le Seigneur se révèle à vous. Damit der Herr sich in euch offenbart. Vous recevez des illuminations. Ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé. Glaubt nicht daran, dass ihr schon angekommen seid. Dieu disait à son peuple. Gott sprach zu seinem Volk. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mein Volk ist verloren, weil sie die Erkenntnis nicht hat. Le fait de connaître les versets bibliques. Versen in der Bibel zu kennen. Cela ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Das heißt nicht, dass wir Gott kennen. Donc, à travers ces enseignements. Durch diese Lehren. Aujourd'hui, nous voyons vraiment comment le Seigneur se manifeste. Und heute sehen wir wirklich, wie der Herr wirkt. Les guérisons qui s'opèrent. Heilungen geschehen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Ich segne den Herrn wirklich für ihre Leben. Ce n'est pas facile. Es ist nicht einfach. Quelqu'un de quitter sa famille, laisser ses enfants et aller quelque part enseigner. Jemand, der wo Familie hat, lässt seine Kinder, um irgendwo hinzugehen, um zu lehren. Ce n'est pas facile. Es ist nicht einfach.
Vraiment, c'était une, c'est vraiment une grâce pour nous là-bas. Es ist wirklich eine Gnade für uns dort. Et ma prière n'est que le Seigneur visite toute l'Allemagne. Und mein Gebet ist, dass Gott ganz Deutschland. On a besoin des conseils des anciens. Und wir brauchen Rat von Ältesten. Dans 1 Roi 12. Im 1. König 12. Le fils de Salomon, Roboam. Der Sohn von Salomon, Roboam. Avait commis une grave erreur. Hat einen großen Fehler getan. Il avait refusé le conseil des anciens qui étaient avec son père. Und hat den Rat den Ältesten verneint, die mit seinem Vater waren. Suivre le conseil des jeunes gens avec qui il a grandi. Und hat es bevorzugt, den Rat von jungen Leuten zu folgen. Vous connaissez cette histoire là où ça l'a amené. Und ihr kennt die Geschichte, wo es hingeführt hat. Vraiment, on a besoin des conseils des anciens. Und wir brauchen wirklich diesen Rat von Ältesten. Et que le Seigneur möge der Herr uns segnen.